Frey, ich grüße Sie. Hallo, guten Tag. Ich glaube, bei Katadyn bin ich richtig, wenn ich in der freien Natur bin und mir das Trinkwasser ausgeht, oder? Unter anderem für freies Trinkwasser, ja genau. Was haben wir denn in dem Jahr an Neuigkeiten? Also wir haben ganz toll einen neuen Filter, der heißt B-Free. Da haben wir auch gerade einen Award gewonnen, den ISPO Gold Award. Da sind wir sehr stolz drauf. Und mit diesem Filter kann man ganz einfach Wasser aufbereiten. Mhm. Unterwegs, wenn Sie irgendwo sind, kein Wasser mehr haben, wo trinkbar ist, in einen Bach rein, Wasser schöpfen, Filter drauf. Der Filter trinken. Ist praktisch eine kleine Kläranlage. Erklären Sie den mal. Genau. Das ist ein Hohlfaserfilter mit einer ganz neuen Technologie. Und zwar diese Öffnungen machen das sehr einfach, den hinterher auch zu reinigen. Das ist ein 0,1 Mikron Hohlfaserfilter. Mit dem können Sie Bakterien, Protozoen aus dem Wasser rausfiltern und haben sicheres Trinkwasser. Mhm. Wen sprechen Sie mit dem Modell jetzt denn so an? Wer ist da Ihre Zielgruppe? Der Filter ist wirklich für den normalen Wanderer. Man kann ihn ganz klein machen, aber auch für Reisende, wo nur irgendwo in den Stadtreisen, vielleicht mal an einem Brunnen ihr Wasser auffüllen möchten, okay. Wo auch ein bisschen PET reduzieren möchten, kann man überall diesen Filter einsetzen. Wie viel Liter schafft ein Filter? Der macht 1000 Liter. Wow. Zwischendurch kann man ihn ganz einfach reinigen. Da kann man auch wieder einfach Element raus, ein bisschen Wasser rein, Filter draufschrauben. Das reicht? Leicht schütteln, ausspülen und dann ist fertig. Ja, okay. Das reicht schon. Ist das Ihr einziges Produkt oder haben Sie noch was anderes dabei? Nein, wir haben eine ganze Menge andere Produkte noch im Sortiment. Ich kann Ihnen die hier eben zeigen. Wir haben unsere Produkte unter der 360 Grad Outdoor Kitchen vereint. Und da haben wir hier noch als Beispiel einen Kocher, wo man dann auch das Wasser, wo man hier vorher aufbereitet hat, zubereiten verwenden. Kann. Mhm. Genau, man kann dann hier also Wasser kochen mit dem Was Kocher. Was ist das? Ah, das ist hinterher zum Abwaschen. Ach, zum Abwaschen. Der Reinigungsschwamm, unser Bob, genau, der macht dann den Abwasch zur wahren Freude. Und damit man was zu essen hat, noch, haben wir dann hier noch Mahlzeiten. Okay. In dem Fall ist es ein Gemüse-Jambalaya, ein vegetarisches Gericht, weil vegetarische Gerichte gerade sehr beliebt sind auf dem Markt. Und dann kann man hier also alles machen rund um das Thema Essen und Trinken unterwegs. Sie sind ja ständig dabei, Ihr Auto-Equipment technisch zu erneuern. Mhm. Haben bestimmt schon was im Petto für nächstes Jahr? Was wäre denn das? Also wir haben was im Petto für dieses Jahr an der nächsten Messe. Aber das verrate ich jetzt noch nicht, weil sonst wäre es ja nachher keine Neuheit mehr, die wir dann vorstellen könnten. Wo präsentieren Sie das denn dann? An unserem Stand an der Auto in Friedrichshafen im Juni dieses Jahr. Da komme ich vielleicht auch vorbei. Okay, dann sehen wir uns Vielen dann. Dank. Bis dann. Tschüss. Tschüss.